Medaille geholt hat. Jetzt einmal der Tagesüberblick. Drücken wir ihm die Daumen. Der letzte deutsche Olympiasieger, den es gab, das war Alwin Schockemöhle 1976 in Brabant. Er ritt in beiden Umläufen mit Warwick 0. Es war das makelloseste Ergebnis, was je ein Olympiasieger zustande gebracht hat. 10 Hindernisse. Classic Touch in Holstein gezogen, 8 Jahre alt, noch nicht sehr erfahren, aber sprunggewaltig. Gut gegangen. Gut gegangen. Ludger Birbaum hat in der Distanz etwas Druck gemacht, nicht zu viel, gerade so viel, wie er brauchte. Jetzt die Dreifache. Sieht gut aus. Sieht ganz gut aus, kommt gut hindurch. Ohne Fehler. Bis jetzt. Schräg angeritten, diesen Sprung. Jetzt versucht er, Zeit zu sparen. Schräg angesprungen, mit großem Risiko. Er versucht, Zeit zu sparen. Er will nach vorne kommen. Er will die Zeit halten. Ist immer noch null. Hat jetzt den letzten Sprung vor sich, die letzten Galoppsprünge. Ist auf dem Weg zum Olympiasieg. 70 Sekunden. Und er ist Olympiasieger! Ludger Birbaum ist Olympiasieger. Olympiasieger der Springreiter 1992 hier in Barcelona.